Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion T2 im Ranglistenmodus. Fiesta. Wir könnten natürlich Kingsguard nehmen, weil wir können, je nachdem, Welcome to kann man Nova. Kampfnarben nehmen oder dann eben das dunkle Ritual. Aber das ist schon fett, ne? Also mit Kampfnarben können wir ja so einen richtig dicken Ochsen machen beispielsweise. Können wir machen. Ah, da müssen wir uns den ersten Sakura-Blumenstaub machen. Und dann machen wir das. Eine Drohne. Sieht nach Fiesta aus.33 Leben, das war close. Meine, die Mana-Rösser bringen am Anfang Mana für die Wüstenpilger, aber dann muss ich gucken, dass ich im Rollen noch was extra kriege, weil wenn ich die groß mache, also den Ochsen groß mache, will ich natürlich noch was haben, was Mana benutzt. Oh, da hat oben nicht durchgelassen. Den fünften Locker nehmen wir nicht mit. Ich will ja hier auch noch überleben. Mit meiner Blume. Und wenn ich das blocken muss, ja, dann brauche ich ein paar mehr Einheiten. Wir könnten jetzt aber natürlich mit einem guten alten Mana-Ross starten. Das extra ein bisschen weiter hinten hinstellen. Ah, der hat ja nur natürliche Verteidigung. Okay, meine Ross blockt sehr gut. Der Hobo ist noch abgekackt. Wir können hier den Blocker mitnehmen. Weil hier gibt es ein bisschen Gold. Hier auch noch. So, es reicht aber nicht, um irgendwas zu kaufen. Wir sollten aber wahrscheinlich Upgrades machen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt wird es knapp für mich. Wenn er nicht ganz so viel verkackt, wäre es optimal. Wird eng.
Okay, ein, zwei gleich gekillt. Sieht gut aus. Aber mehr hätte es nicht sein dürfen. Wir machen jetzt direkt den Wüstenpilger hin, weil magischer Schaden, ja, er kriegt Mana, so kann healen und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Kuraplume überlebt. Und wenn ich halte und der da unten steht, also hier, dann kann er trotzdem healen, auch wenn noch keine Gegner kommen. Das ist fett. Jetzt habe ich nur magischen Schaden. Okay, ist noch ein Eindringling. Hier! Jawohl! Oh, ist noch tot. Hat es noch mit 3 geschafft. Er wird 4 Star haben. Na, komm schon. So. Dafür reicht es leider nicht. Wir bauen noch einen hin. Das muss reichen. Und nächste Runde muss ich dann die Gatling anbauen. Beziehungsweise die Archer. Ja, dass diese Runde dieser Guru-Blume abkackt, das habe ich schon abgeschrieben, also das war mir schon bewusst. Deswegen brauche ich jetzt keinen Worker, damit ich die Dinge anbauen kann. Kann ich trotzdem nicht. Dann müssen Archer ran. Dann müssen Archer ran. Ja, Blume tot. Er hält aber. Aha, ein Berserker. Ja, es sieht echt kacke aus. So, was ich gerade hier brauche. Und das ist es auch. Ich brauche dann meinen dicken Auerochsen da vorne. Der ist wichtig.
Ja, es wird ein kleiner Leak. Ist ein bisschen mehr durchgekommen, ist gut. 2 und 2. Es geht noch. Das habe ich auch genug für meinen Ochsen. Bam. Der steht. Und wenn er steht, dann sieht das Ganze schon viel besser aus. Ich glaube, ich mache noch eins weiter hinten. Ja. Er soll nicht ganz so weit weg sein von den anderen. Ja, Robus machen mich fertig. Gleich 4 Stück. Zum Glück ist unser King komplett verbessert und durch Kingsguard ist er sowieso noch ein bisschen stärker. So, die haben wir aufgewertet. Ganz schön teurer Start hier. Ganz schön teuer. Aber Healing ist auf jeden Fall erstmal da. Ich glaube, wir nehmen den Kampfnarben mit. Das ist da vorne ziemlich stark. Oh, komm, schafft es. Ja, die schaffen es. Sehr schön. Die Kampfnarben, damit wir den richtig dick machen. Ja, das klingt gut. Bisschen Magic Damage mit rein für das da. Dann wahrscheinlich den Regenerationsbaum draus machen. Ja, ja. 330 Overbuild. Das ist schon mal eine Hausnummer. Nummer 2. Stichschaden geht. Könnte besser sein, aber der geht. Gatling Gun können wir dann zum Beispiel hier hinstellen. Oder hier. Auf welche Wave sollen wir dann gehen? Auf 13? Wäre okay so, aber nicht überragend. Okay.
Ja. Was überbilden die denn so viel? Ein weiter hinten, damit er fett bleibt. Könnten noch 15 vielleicht. Also 15 wäre für mich gut, für ihn wahrscheinlich eher nicht so. Regenerationsbäume sind halt schon fett, ne? Die Gebieterin und für die Azeria. Aber wir bleiben länger im Sammelmodus fürs Erste. Ist ja ein bisschen drunter, er ist immer noch fett. Na, warten mal ab. Jetzt! Über mir soll es recht sein. So. Jetzt müssen wir hier aber tatsächlich. Noch was auch platzieren. Die müssen jetzt meine Tanks sein, wo ich habe keine Wahl. Oh, die Schild, die sind schnell davon. Aber okay, es sind auch 720. Okay, Magic Damage habe ich genug. Nächste Runde. Das heißt, ich kann ja auch noch mehr Worker holen. Sollte ich sowieso. Solange die jede Runde schicken, habe ich nichts zu befürchten. Den machen wir groß. Können ruhig noch einen da hinsetzen. Jetzt rollen wir mal. Noch mehr Healing wäre nicht schlecht. Aufprallschaden auf jeden Fall mitnehmen. Und den habe ich genug. Wäre noch ein Tank lieb, aber gibt's nicht. Noch mehr Healing. Ich hätte den gern keine Schatten. So. Vulkankanone. Noch mehr Archer. Der hat schon mehr Leben dazu bekommen. Muss ich dann nur mal upgraden. Stich ist jetzt nicht meine beste Welle. Aber besser als Aufprall aktuell. Dann müsste ich dann in Millennium reingehen. Wir machen die ganz normale Dreieinigkeit.
Können mit dem Stichler auf jeden Fall was machen. Und dann brauchen wir noch Magieschaden. Und die stellen wir mal hier hin. Einen Archer kann ich noch aufwerten. So. Aber die haben auch übelst lange gesammelt. Also wir kriegen jetzt auch ordentlich auf die Fresse. So wie wir es gerade gemacht haben, haben die es jetzt gemacht. Oh, da ist ordentlich was durchgekommen. Bei mir nicht ganz so viel. Aber es sollte reichen. Unser King ist voll. Durch Kingscard noch verbessert. Das war's. Sehr schön. Victory. Mal wieder ein paar Rangpunkte hier. Sakura Blumenmeisterschaft geht nach oben. Ja. Hat sich doch gelohnt. Kingsguard Fiesta. Geht klar. So, eine weitere Legion. Das ist gerne ein Like-Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dann, entspannten Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.